So, alles soweit wieder aufgefüllt und ja, Tiere gefüttert, Kleidung ein bisschen hergestellt oder aufgebessert und nun mit Dick reden. Hallo, Dick. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Dick dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Ja, na klar. In der Tat. Genau. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Und Bringen Sie verkaufen. zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Dick schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark Aha. gefährdet sind. Haben wir zum Es Glück sind schon. edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein Paar in der Nähe? Dick hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Diek. So, Destrale haben wir schon. Kaufe eine Zauberanweisung für ein Zuchtgehege. Also müssen wir nach Hogsmeade. Gut, Hogsmeade. Bei ihm hier, ne? Wälzer und Schriftrollen, genau. Müssen wir von hier aus darüber laufen. Jo, machen wir doch. Dick. Nicht, dass wir nochmal die Testrale oder wie sie heißen, da nochmal fangen müssen. Das wäre ja. Na gut. Es ist nachts, ja. Hier. Ich Hallo? fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. Na, immer. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Zuchtgehege. Ach, hier, da, der Ding. Ach ja, guck mal, wir haben 13.000. Ich habe ja alles verkauft vorher schon. So, können wir machen. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Was sagt ihr? Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Diek. Schalte die Fähigkeit frei, eine Schneiderstation beschweren. Die Station produziert regelmäßig ein pflanzliches Nebenprodukt. Teppe? Schalte die Fähigkeit frei, einen hüpfenden Topf zu beschweren. Dieser magische kleine Topf braut regelmäßig zufällig Trank. Einen könnten wir ja kaufen, ne? Was haben wir sonst noch hier? Mit drei großen. Ach, wir brauchen keine. Wir haben reichlich. Während ich das herstelle, ne? In der Nichtaufnahmezeit, sag ich mal. Ja, da kann ich. Kann mich selber entspannen. Also, was von dem kommt? Ein Pott. Ja, komm. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ja, genau. Lass uns nochmal zu ihr hier. Der noch eine Nebenquest? Fleckenentferner? Ein Hufflepuff am Wasserwegerich und Knollenblätterpilz möchte offenbar, dass man ihr einen Gefallen tut. Mal sehen, was sie will. Na, erstmal hier. Dann machen wir hier. Und dann? Ja, ich habe ein bisschen was am Sound geändert. Also, falls ihr euch wundert, warum das sich so komisch anhört, ne? Entweder ist es besser oder. Ja. Muss mal sehen. Habe auch keine Testaufnahme gemacht davon jetzt. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Manchmal, aber nur manchmal. Da. So. Komm, lauf. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Ja, was haben wir hier? Hippogreifen haben wir selber. Haben wir auch. Haben wir auch. Haben wir auch. Wir haben eigentlich alles, ne? Ich hatte ja vorhin schon leer gekauft.
Niflas. Niflas haben wir. Haben wir Niflas? Da waren die Plattdinger da, ne? Damit kann man wirklich nichts falsch machen. Wahrlich eine gute Wahl. Das waren auch hier die Schnabeltiere, ne? Die Niflas. Hat sie nicht einen hier rumlaufen? Ne? Moment, wir schauen mal kurz rein. Hier? Niflas, Niflas, Niflas. Naja, das hätten wir sparen können. So ein Kack aber auch. Na egal. Was brauchen wir? Wir brauchen hier Fubas und die Kölle. Und hier, die brauchen wir noch. Knieselfell. Okay, ab zu Dick. Hätte ja gleich da drin bleiben können. So, Hogwarts. Hat er wohl registriert, dass wir da die Tiere haben. So. Okay, das ist schon mal gut. Ja, ja, wir sammeln gleich den Dünger ein. Dick. Dick ist kein Professor für Kräuterkunde, aber einige Pflanzen sind erntebereit. Ja, ich weiß, aber wir haben die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet! Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Dick, wenn sie fertig sind. Mache ich. Okay. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Kriegen wir noch einen Raum? Das wird die rote Meile, oder was? Ja. Wir machen jetzt die Reeperbahn auf. Dick staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Aha. Bitte berichten Sie Dick von Ihrer Zucht. Machen wir. Machen wir. Ist ja egal, wo wir hinbauen, ne? Ja, da brauchen wir auch wieder die Beschwörungsformel. Moment. Hier, ne? Hier. Können wir hinsetzen, wo wir wollen. Revelio. Wo mögen Sie es am liebsten? Testrale. Keine Ahnung. Hier gibt es Pilze und Steine. Ne, erstmal gucken, wie groß das Gehege ist. Ne? Hier. Oha. Alter, ist echt ganz schön groß. Ja gut, jetzt hätte beim anderen nicht reingepasst, ne? Ne. Wie weit können wir noch ranschieben? Oh, geht. Na gut, komm. So, nutze die Zuchtgehege für die Testralzucht. Dann müssen wir wieder zurück zum anderen Raum, ne? Welche holen? Die beiden einsammeln. Nee, nicht hier. Wo ist der Ausgang? Ach, da. Jetzt haben wir schon drei Räume für Tierwesen. War doch hier, ne? Ja. Gut. Geht's hier auch runter? Na klar, Tera, du kannst auch klettern und so. Da geht's raus. Hier geht's nicht zu den Testrahlen, die gehen da hoch.
Die waren hier, gleich nebenan. Okay. Aber die brauchen wir ja nicht einfangen, ne? Die können wir ja, glaube ich, auch so einpacken. Was, ihr habt Hunger? Och, ihr Kleinen. Dann wollen wir die erstmal essen lassen, oder? Wolkenschwinge. Oh, ihr kleinen Knuddelmuffs hier. Ja, ihn will ich haben. Ihr kommt gleich mit rüber. So, ist der andere hier? Hier. So, jetzt seid ihr alle mit durch, ne? Ja. Zum Inventar. Zack. Das glaubt Professor Haue nie. Doch, das glaubt er. Sind da Männchen und Weibchen, ne? Hoffe ich mal. Ja. Ich hatte schon arge Befürchtungen, wer es kann. Pärchen haben, aber wir haben ein Pärchen eingesammelt, stimmt ja. So, jetzt wieder zurück zu unseren, zu der Reeperbahn. Hä? Das haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Die Stelle. So, ab. Reeperbahn. Müssen wir auspacken oder lasse Tierwesen frei, um sie zu züchten. Tierwesen können bla 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 bla. Ja, okay. Ach, die sind schon drinne. Schön. So, jetzt macht hier, ne? Knick, knack und so. In 24 Minuten. Echt, so lange wollen wir jetzt nicht warten, ne? Nö. Frage ist, muss ich hier auch so ein Ding Futterplatz bauen? Besser wäre, oder? Auswählen. Nein, will ich ja nicht so. Jo, da haben wir auch was zum Fressen. Weil Zucht, ne, ist sehr anstrengend, die Paarung. Genau. Was haben wir denn noch so an Aufgaben? Weil die, ne, die läuft ja erst noch 25 Minuten. Feuer und Sünde. Ne, warte mal, Feuer und Sünde. Poppy, warte im Gebiet. Achso, ich habe noch eine Nachricht gekriegt von Sebastian hier. Im Schatten der Entdeckung. Da wären wir doch gleich mal hin. Wo ist er? Da unten, hier in dem Bereich. In der Krypta haben wir auch Krypta-Reisepunkt? Doch, ne? Eigentlich schon, ne? Ich glaube schon, das war da, ne? Kann mich natürlich auch wieder täuschen. Naja. Schauen wir mal. Hallo? Lass mich raus!
sind wir schon wieder falsch gewandert, gereist. Tja, ich komme mit der Karte nicht klar, nicht wirklich. Hey, da war doch der andere, der Blinde. Annehmbar, annehmbar. Rivelium. Bombarder, bei wem? Einer hat auch gesagt, wir können Bombarder lernen. Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Ehrlich? Doch, wir glauben dir alles. Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Aha. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen, aber wir sollten es keinem erzählen, vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Nee, bestimmt nicht. Oder? Wir müssen es ihm sagen. Durch ihn haben wir das Buch gefunden. Und er sollte wissen, was du erfahren hast. Du weißt, wie sehr er die dunklen Künste fürchtet. Ich sage es ihm, sobald ich das Relikt gefunden habe. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Okay. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Da kommt er doch schon. Ominous, wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Der wird gleich mit uns ein Wörtchen reden, oder? Ich werde nicht aufgeben. Gut. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß zu schätzen, dass du mich einweihen wolltest. Aber die Suche nach dem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Aha. Ich weiß, dass seine Eltern tot sind. Aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja, genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde mich freuen. Ja, das überlegen wir uns. Moment.
Das wäre jetzt der Auftrag. Irgendwie hat er einen Auftrag, da hat er doch mal aufgeleuchtet mit, wo wir Bombarder lernen können. Da nicht. Ich hatte mal geguckt, unser Endgegner da bei der Prüfung, der war genauso stark wie wir von Level her. Also. Nee. Das Fohlen des Todes, das ist da hier im Zuchtgehege, genau. Da kriegen wir keine Belohnung. Irgendeiner hat uns doch hier. Robins Aufgabe. Hier, Bombarder. Ich muss einen Direcall und eine riesige lila Kröte mit dem Schnappsack retten. Fange einen Direcall mit dem Schnappsack und fange eine riesige lila Kröte mit dem Schnappsack. Dann lernen wir Bombarder kennen. Direcall und ein lila Kröte, wo kriegen wir das her? Das ist ja jetzt die Frage, ne? Na gut, machen wir das mit der Tür oder was? Nee, ach denn, das ist ja vorbei, die Aufgabe. Dann waren wir schon richtig hier. Wird es das nicht angezeigt auf der Karte, wo man die findet? Oha, guck mal, wie weit das weg ist. Weltkarte. Wo müssen wir hin? Richtung Süden. Einmal hier, da ist die Aufgabe. Okay, dann können wir hier hinreisen. Da haben wir noch Merlins Prüfung. Für schwarze Magie zum Aufbauen brauchen wir noch einmal schwarze Magie. Dann hätten wir die auch. Das Lager ist abgehakt. Mittelgroß, Banditenlager, okay. Ja. Also damit unsere schwarze Magieanzeige ausgebaut wird, noch ein Feld dazu. Dann hätten wir, glaube ich, 3, ne? Oder hätten wir schon 4? Ne, 3, glaube ich, ne? Da fehlt uns noch einmal schwarze Magie. Ach, es ist Winter, schönes Wetterzeit hier. So. Einmal um die Eck. Bart, wo? Ach, da. Wäre ich gern gelangweilt, hätte ich noch mal. Dieses Mal. Curzio! Was? Gefängnis! Curzio! Wenn das nicht der kleine Kampf ist. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Powertränke, okay. Powertränke, rüste dich mit größeren Sachen aus, haben wir doch. Geht doch. Wir sind doch gut unterwegs, wir haben die, ne? Wir haben die zweite Prüfung doch bestanden. Zwar so mit Ach und Krach, sag ich mal, aber wir haben es hingekriegt, ne? Lolo. Deal Call. Soll ich Musik ein bisschen lauter machen? Moment. Ach, dann mache ich mal hier mit der Maus. So, hier. Weil die hatte ich ein bisschen runtergestellt. Soundeffekt und Musik. Ah, 30 lassen wir mal. Ne? Dann ist sie nicht lauter als ich. So. Oh. Revelio. Ach, da sind sie schon. Haben wir das noch alles drin? Ach, dann müssen wir den noch kurz umtauschen. Ich weiß nicht, ob die schnell sind oder nicht. Dann können wir den... So. Ja.
Können wir endlich alle Tiere züchten? Das ist ja die Frage, ne? Nehmen wir erstmal den. Männchen, Weibchen. Siehst du? Das war nämlich gerade falsche Taste. Ey, wollen die angreifen oder was? Nee, ne. Moment, wir sind noch nicht so weit. Hier, so. Nee. So. Wollten wir einfrieren. Das Latios Levioso. Stell dich doch nicht so an. Hey, den sollst du. Alter, hier sind ja noch Gegner. Oh. Machen wir gleich, machen wir gleich, machen wir gleich. Komm, Pringo. Noch mehr? Nee, ne? Wir hatten ihn doch schon fast gehabt, den Ihmchen hier. Ah, schon wieder zu spät. Zu spät, Terra. Konzentrier dich. Falsche Tasten wieder gedrückt. Latios, Levioso. Jetzt ist alles gut. Ist alles gut. So, jetzt brauchen wir noch eine Schnappsack. Kröte. Nicht Schnappsack, eine Kröte brauchen wir noch. Moment. Hier war das doch, wo wir da die Dinger zerstört haben. Und da sind auch schon wieder. Die sahen auch schon mal besser aus. Ja, genau. Komm, Pringo! Defindo! Du hast meine Freunde verloren. Ich weiß, dass du unseren Hippogriff geklaut hast. Wir haben für diese Kaktion. So, haben wir schön den Huhn verwandelt. Ins Hühnchen verwandelt. Ist auch nicht schlecht. So, geht nicht, voll, ja. Genau, hier war ja auch da, wo wir schon mal gekämpft hatten, da war hier. Immer hat er dahin geschossen. Ja. Gut, wir brauchen die Kröten. Ach, hier waren auch noch zwei, ne? Das war ein schwerer Fehler. Komm, Pringo! So schade, dass das niemand gesehen hat. Nee, aber meine Zuschauer haben das gesehen. Das ist auch schon mal viel wert. So. Aber es sieht interessant aus. Stimmt, hier war er doch auf, wo wir auf der Karte geguckt hatten, da war doch abgezeichnet Kröten-Dingsbums da, ne? Krötengebiet. Wo ist denn das? Warum zeigt er nach unten? Also nach hinter uns.
Anfang eine riesige lila Kröte. Oha. Na denn. Wo soll das sein? Ach so, wir laufen jetzt den Berg runter. Alles klar, alles klar. Duellleistung? Wie, was, wo? Ach so, hinter uns. Gut. Wir laufen querfeld ein, fertig aus hier. Wenn wir den Weg lang laufen, ist auch langweilig. So, was haben wir überhaupt drin? Achso, Tentakula. Ja, da hätten wir uns viel erspart, denn wir sind da oben runtergesprungen oder sowas, ne? So. Tö, wieder auf dem Pfad. Ich will Bombarda lernen. Aber gut, dass ich mal so rumlaufe und alles einsammle, so hatte ich keine Schwierigkeiten, alles wieder herzustellen, was wir verbraucht haben. Ohne groß wieder rauszumüssen, einzusammeln. So, am Wasser gießt meistens Blutegel, aber die lassen wir erstmal außen vor. Hallo, grüß dich. Ich will eine Kröte holen. So, Tapsi, du gehst ja von der Tasse, von der Maus weg. Mann, ist hier eine, ist hier Rush Hour oder was? Was ist das für ein Obelisk? Das ist mit Musik hier, sonst ist immer Musik gewesen, ja, oder nicht? Das ist ein Händler. Was bietet der Händler an? Auch irgendwas mit Tierwesen? Da könnten wir vielleicht mal gucken. Dann schauen wir mal, ja? Ja, okay, du hast nur Getränke und so weiter. Ja. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Ja, na klar, machen wir doch gerne. Hier sind wieder Arscheier. Ich höre schon Kröten. Oder was ist das? Nee. Na klar.